So, hallo. Und herzlich willkommen, Jungs und Mädels. Jetzt Moment mal, ich bin ja gerade richtig hier on the road. Alter, meine Tastatur steht 5 Meter von mir weg, egal. So, wir sind hier irgendwo. Wo seid denn ihr jetzt überhaupt? Wir spielen Cowboys und Indianer und ich bin... Wir reiten um die Wette auch noch zusätzlich. Wunderbarer Cowboy, ja. Ich Freunde. Auch. Yeah. Und Max? Das ist jetzt hier mal wieder seit langer Zeit ein Video auf deinem Kanal. Master-LP, war Max? Ja, jetzt warte mal, was muss ich denn jetzt eigentlich überhaupt machen? Ich klatsche dich jetzt, du Hure, Alter. Du bist rot, ich klatsche. Oder die Roten müssen wir klatschen, gell? Oder? Müssen wir die klatschen, die Roten? Ist das richtig? Richtig. Okay. Ja, jedes Team hat quasi so einen Leader, den erkennst du daran, dass der eine Goldrüstung hat. Und wenn du Rechtsklick auf den machst, dann schulterst du den. Und dann musst du den in deine Base tragen. Okay, ganz das genau. Ist natürlich eine richtig coole Sache. Also ich bin jetzt zum Beispiel Leader halt und du musst mich finden quasi. Ah nee, okay. ich bin in deinem Team. Also mich musst du beschützen und du musst den roten Leader finden und dann in, genau, Rechtsklick. Oh, ich bin da gleich tot, Alter. Was soll denn der Shit jetzt hier? Mal auf damit. Ja. Aber du respawnst. Das ist einfach nur hartes Rumgeficke. Achso, okay. Ja. Hey, was ist los mit dem Türken da, Alter? Der Richard, oder der ist so. Egal. Okay, und zwar geht's um eine gewisse Sache, die extrem erotisch ist in diesem Video. Und zwar geht's einfach darum, ich möchte hier sehen, ob ihr persönlich Bock habt auf Minecraft, auch auf diesem Kanal, denn wir haben wieder vor, ein bisschen loszulegen, ein bisschen was zu machen, denn der liebe Chris und der liebe Henning, die waren ja weg ein paar Tage und ja, die sind jetzt wieder da und wir haben wieder vor, ein bisschen projektmäßig zu starten. Wir haben ja auf MineNext eine Ultra-Hardcore-Season gemacht, die ist jetzt auch schon ein bisschen her, für uns auf jeden Fall ein paar Monate, für euch jetzt erst ein paar Wochen. Und haben schon so ein paar Projekte wieder in Planung und ja, auf jeden Fall wird da halt wieder was draus gemacht. Das ist natürlich die Frage, wo ich das hochlade, auf MineMax oder auf Master-LP. Vielleicht wird auch bald noch die Standalone kommen, ja, von DayZ. Denn ich hatte ja generell immer Bock auf DayZ, ihr wisst ja das ja selber, wie viel DayZ wir mal gespielt haben auf dem Kanal und so weiter. Und jetzt halt mal gucken und deswegen wollte ich von euch einfach mal wissen, ob ihr Bock habt auf Minecraft, auch auf diesem Kanal, ob ich da wirklich jetzt sagen soll, hey, nö, Minecraft weiterhin auf MineMax oder wie wir das machen. Deswegen, ne, einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es denn so aussieht, ob ihr dann wirklich sagt so, nö, wir wollen hier kein Minecraft sehen, weil du stinkst hart nach Code, oder, weiß ich nicht, oder wir wollen hier auch natürlich Minecraft wollen die Minecraft sehen, die halten alle die Phrase, ja, und dann spielen wir ein wunderbares Minecraft-Projekt zusammen. Wir haben schon was ganz Geiles geplant, ja, Freunde, und, das ist wunderbar, richtig. Das ist die einzige, ja, der einzige Index, der einzige Code, nee, hä, was sag ich denn, der einzige Indikator, nee, nicht Indikator, wie heißt denn dieses Index, heißt das Index, nee, warte mal, ich wollte irgendeinen schlauen Begriff dran nennen, aber mir ist einfach entfallen, deswegen überspreche ich das einfach jetzt mit einem Bogenschuss und deine Phrase. Ich mache gerade, glaube ich, von dem Bullshit, ich schieße nämlich irgendwelche Leute ab, die einfach rot sind, das macht voll keinen Sinn. Das macht aber bestimmt Spaß. Nee, das ist richtig cool, weil Time Left halt und ja. Nee, warte, wo seid ihr, ist halt die Frage. Warte mal. Ja, ich hab grad den Cowboy-Leader. Okay. Ich hab den Indianer-Leader. Aber hier ist einer mit, genau, du hast den, ja, wirklich. Ich muss dich jetzt safe, gell? Ja, genau, also ich bring den jetzt in unser Team und dann kriegen wir Punkte. Genau. Und siehst rechts, es steht 1-1, es geht bis 4. Wer jetzt zuerst 4 Leader gecaptured hat, okay, der hat gewonnen. Das ist genau, du musst Christoph töten, weil der ist im Cowboy-Team. Ja. Und der ist hier gerade, der klaut gerade unseren Leader, also. Nee, war ich. Ja, okay. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, auf die Seite des Glücks, ja, wo die anderen Cowboys rumlungern und ich hol mir einfach kurz einen Leader, ja. Ich hoffe, das ist okay für dich. Richtig, einfach rechts. Du hast auch im Inventar so Powder und so, dass ich unsichtbar. Lol, ich war Leader. Sag das einfach. Ich hab den jetzt, glaube ich, oder? Ja, du hast mich. Den Fail hast du voll oft, Christoph. Ja, ja. Da musst du gucken. Ja, Max, genau. Ich beschütze dich, sprinte einfach rüber. Du musst den einfach nur stellen. Ich bin hier bei dir, Max. Ich bin hinter dir. Ich bin bei dir. Wo musst du den hintun? Ja, einfach weiterhin zu unserer Base und dann musst du den auf diese Plattform stellen. Ah, okay. Die Plattform sieht schon mal ganz cool aus. Das ist schon mal Golden Eye einfach, wo ich hier auch mal... Und dann sieht er schon 3-1 für uns. Ja, wunderbar. Wenn ich abgehe, könnt ihr gar nichts tun. Geil, ey. Ich habe es hier 5 Tokens einfach geearnt, Alter. Richtig. Ich habe schon irgendwie 11.000 Tokens, aber ich weiß nicht, was ich damit machen 1.000 soll. 1.000 Tokens, also die kann ich mir dann ausdrucken Tokens, und irgendwie in Anus streamen oder so. Ganz geschickte Sache. So, ja genau, du gehst jetzt mal weg hier. Warum haben wir eigentlich nur ein Holzschwert? Kann ich den Rest was hier wissen? Das ist nämlich irgendwie minderwertig, bin ich der Meinung. Jetzt hör doch mal auf mich zu schießen, du Behindertes! Schießt alle auf mich, ey. Was soll das denn hier? Alter. Man, diese wollt ihr mich noch kriegen? Tio. Ja, ich bin nur auf dich gegangen. Ja, das ist halt dumm, ne? Oh, unser Leader ist schon wieder. Ja, jetzt haben wir doch schon gleich verloren. Was soll das denn? Ja, Läufer und Max, wir werden gewinnen. Ja, natürlich werden wir gewinnen. Immerhin habe ich dich einmal gecaptured, Henning. Ja, das ist auch nicht schwer, wie du siehst. Nee, war echt so.
Ich capture dich auch, wenn du Leader bist. Das ist halt kacke. Als Leader kannst du nichts machen, außer als, verstecken. Als Leader-Buch, ja, das stimmt leider. Das ist einfach so. So, ich renne jetzt direkt in ihre Base und hol mir. Unser Leader ist so kacke dumm. Ja, den hole ich jetzt gerade. Warum denn? Aber. Nein! Ja, ist eh vorbei, so eine Scheiße. Oh, naja. Habt ihr vier? Ja. Ja, ihr habt gewonnen. Und da habe ich dich auch nochmal getötet. Was wollt ihr tun? Nix könnt ihr tun, hä? Ja, schöne Runde, Freunde. Schöne Runde, Freunde. Freunde, jawohl. Ja gut, also ganz wichtig für euch. Ich meine, hängen wir noch irgendwie was dran? Der war nicht, ja, weiß nicht lang wir hier. Drauf, ne? Wir, ja, wir machen noch eine. Ja, das ist einfach nur so was zum Testen, denn ihr wisst ja selber, ich bin ja gerade hier ausbildungstechnisch unterwegs. Aber was für ein Ding gehen wir eigentlich rein? Lobby 10? Gehen wir 10 ganz flott rein. Okay, ich bin drin, ja. Ich bin wieder draußen. Okay. Sexy. Okay. Geh mal rein. Rein, raus. Ich bin gerade, jetzt bin ich wieder drin. Wunderbar. Und zwar ist es ja so, ihr wisst es ja bestimmt, dass ich gerade eine Ausbildung mache und ja, vor der Ausbildung hatte ich ja hier den Gothic 5 Angel. Ich hatte ja Mindmace, ich hatte Master LP, ich hatte Flags, ich hatte vielleicht nochmal 50 andere Kanäle, wisst ihr vielleicht gar nicht. Nee, und das Ding ist halt, ich habe echt kaum mehr Zeit, ja. Und deswegen, der Punkt ist einfach, was bin ich denn? Ich bin Cowboy, ne? Ja. Bin Indianer. Der Punkt ist einfach, warte mal. Bin ich? Ne, ich bin normaler, gell? Ja, ich bin normalo, ich bin kein Leader. Ne, Leader läuft hier rum, okay. So, der Punkt ist einfach, dass ich eben kaum mehr Zeit habe und deswegen mich auf maximal ein oder zwei Kanäle fokussieren möchte. Was wiederum bedeutet, dass ich einmal Flags habe, das ist ja Real-Life-Shit, ja? Das wisst ihr, und einmal halt eben Gaming-Gedöns. Also ganz ohne Gaming kann ich halt einfach nicht, weil Gaming geil ist. Ja, das wisst ihr ja selber. Ich habe ja mit Gaming angefangen und einfach, wenn du ein paar Leute dabei hast, die einfach geil sind, wie beispielsweise Chris und Henning, dann musst du einfach ein bisschen zocken, das geht nicht. Richtig, und das wirst du auch so weiterhin machen, Max, ja, weil sonst weine ich. Du wirst nie im Leben aufhören mit Gaming. Und wie gesagt, wir haben schon geile Projekte zusammen geplant, Freunde. Und, ja. Ja, das ist jetzt halt eben die Frage, ne? Soll ich eben das alles auf Master LP machen? Und wenn ich halt eben auf Master LP alles mache, ja, dann kann ich sagen, okay, dann kommt aber mal ein bisschen Daisy Standalone, dann kommt eben ein bisschen Minecraft, dann kommt eben ein bisschen dies und das und jenes. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, ich mache jetzt nur Mindmax weiter, dann kann ich eben nur Minecraft machen. Und da eben die Standalone auch noch vielleicht ein bisschen präsent wird, weil sich Henning die holt, möglicherweise, who knows. Und Chris sie schon hat. Und ich ja eben auch eigentlich nicht abgeneigt bin, könnte das ja alles sein, dass ich jetzt eben mal den Leader gesnackt habe und jetzt tot bin gleich. Super. Ja, außerdem, das Ding ist, es werden ja auch immer noch mal andere Projekte kommen. Außerdem ist Minecraft so vielseitig und ich glaube, um jetzt einfach mal den Zuschauern so einen kleinen Denkanstoß zu geben, es ist schon am geilsten, wenn du dich bei Gaming auf einen Kanal konzentrieren kannst. Und von daher, die meisten und die treuesten hast du ja eigentlich eben auch auf Master LP. Ich glaube auch die Leute, die auf Mindmax und Master LP, das sind auch die Leute, die dich gucken, die kennen dich so oder so, die kennen auch beide Kanäle. Von daher. Nein, ich bin scheiße. Ich habe gerade meinen eigenen. Oder? Du bist ja. Max, du bist ein Stück scheiße. Warum? Ja, was mache ich denn? Ich bin. Warte mal, ich. Was? Ich kann nicht mehr rennen. Weiter los. Okay. Max, okay. Lass mal daten. Ich glaube, ich war gerade dumm. Warte mal. Ich bin doch jetzt rot. Ah, Cookie, verpiss dich. Max, willst du mich daten? Ja, klar. Ja, okay. Also, Freunde, ihr habt's gehört. Max ist noch ein bisschen hinterhergerissen, ob Mindmax oder Master LP, Freunde. Haltet ja, deswegen müsst ihr mir da ein bisschen helfen. Aber ja, aber ich denke mal, das Ganze wird sich ein bisschen so auf Master LP. Deswegen haben wir das Video jetzt hier auch auf Master LP. Ja, genau. Und, ihr wisst ja, mit Master wird alles angefangen und vielleicht wird's auch damit auch. Freunde, das wird auf jeden Fall wird's geile Projekte jetzt zusammen geben mit diesen spastischen Roxorianern und eben mit dem lieben Max zusammen, ja. Könnt ihr euch drauf freuen? Treasure! Ja, sollen wir schon mal den Titel des Projekts verraten? Nee, Treasure reicht vollkommen aus. Ich glaube, wenn wir aber mal wieder Treasure brüllen ab und zu, dann passt das, glaube ich. Say hi to YouTube, okay. YouTube. Warte mal. Hey, YouTube. Das provoziert mich immer. Das provoziert mich immer. Max, schreibst du bitte nicht, ja? Das I'm macht mich YouTuber. Tu! Okay, halt die Fresse, Max. And better als you. Alter. Das Rhyme. Oh, geil, ja. Kann man gar nichts tun. Warte mal, die Indians haben schon zwei jetzt. Was ist denn der Shit? Wo sind eigentlich meine Leute? Warum stürme ich mal die Base? Was ist denn los hier mit den... Ja, Kugel, ja. Genau. Ja, genau. Wow, one versus one battle, Alter, in your face. Okay, das ist leider ja, ein leider werde ich das verlieren. Ja, okay, chillig, oder? Ja, scheiße, ich hab fast noch beide gesnickt, ey. Jojo. Was ist hier los? Wir werden auch irgendwann mal so, vielleicht nach Weihnachten oder irgendwann nächstes Jahr, mal wieder noch eine
Ja, sagen wir mal eine Elite Minecraft Ultra Hardcore Season bestimmt mal wieder machen. Also ich denke mal, das war nicht die letzte. Auf jeden Fall. Eine, wo wir halt garantieren, dass wir den Enderdrachen mal besiegen. Ja, genau. Ich denke, irgendwie, da könnt ihr vielleicht auch sonst einfach mal, weil wir sind uns dann noch so ein bisschen unschlüssig. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das zu dritt weitermachen sollen oder ob ich auch über einen Gast freuen würdet. Ich denke mal, über einen Gast freuen würde man sich bestimmt. Aber das Ding ist, ich meine, guck mal, jetzt haben wir 3 Seasons schon zusammen geschafft. Wenn wir jetzt noch einen dazu holen, dann heißt es nachher, wenn wir es schaffen, ja, ihr habt es ja nur wegen ihm geschafft. Nein, weißt du? Ihr habt es nicht geschafft. Ja, das ist halt, wäre ja auch ein bisschen, also, ja, shit, ne? Ja, shit. Ja, man könnte erstmal das alleine schaffen. Ich glaube, wir schaffen es nächste Season. Das kann ja nicht sein. Ja, ohne Witz, wir waren ja jetzt schon so gut. Also eigentlich, ja, wir können es eigentlich nur schaffen. Das ist ja Melone steht auch im Dschungel. Das ist ja alles easy eigentlich. Ach, Melone steht im Dschungel. Melone steht im Dschungel. Das ist der Grund. By the way, wirklich so. Ja, da brauchst du die nicht mehr suchen. Das sollte auch mal viel gedauert. Ja, die stehen einfach im Dschungel rum. Ja, das ist aber nicht das Gefährlichste, das zu suchen. Also es war immer langwierig, aber... Die Gefährlichste waren eigentlich die Enderpearls, ne? Richtig. Und aber auch das Langwierigste, ja. Ich denke mal, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist es auch schon machbar. Weil wenn ihr euch überlegt, wie es in der 2. Staffel war, da sind wir draufgegangen beim Enderperlenfarmen, weil wir auch noch nicht wussten, okay, wie machen wir das richtig. In der 3. Season wussten wir dann schon, wie wir es richtig machen. Und sind deswegen halt nicht... Hab dich hochgeballert. Ich bin gerade, ist der anverwirrt. Ja, warte mal, du rennst gerade in die falsche Richtung, gell? Cookie, nee, ich renn komplett in die Richtung. Nee, ich finde das scheiße, was du machst. Ich bin auch gleich down. Verstehe nicht, warum die ganzen Leute behindert sind und euch hinterherrennen und nicht mal mit dem Bogen müssen schießen, ey. Was sind das eigentlich für Schwänze, die da am Lutschen sind? Gesicht zu waschen. Ja, die sind leider organisch abbaubar. Ja, nee, Quatsch, aber... Was? Ich wollte nur kurz sagen, Spaß, dass du in die Map reinkommst. Ich bin gerade nicht in eurer Map, weil ich dich sonst gekickt hätte. Das habe ich schon gemerkt. Aber okay, weiter jetzt. Ja, der Point ist einfach, dass es wichtig ist, dass ihr einfach dranbleibt, weil nämlich echt geiler Stuff passieren wird. Das könnt ihr mir echt versprechen. Warte mal, das kann ich euch echt versprechen. Warum? Weil ich dabei bin. Nicht nur wegen dem, sondern auch einmal, weil ich gerade richtig viel Phrase bekomme von Pikachu Anus 12 und Pikachu Anus 12. Okay, Max, ist okay. So, komm her. Boah, ich hab den voll gefistet, Alter. Ja, und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr gerne Nutella-Brot mit Banane oben drauf esst oder eben nicht. Also, ich habe festgestellt, es gibt Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen das nicht, weißt du? Und das ist interessant heute. Treasure! Oh komm, richtig hartes Bogen-Battle, Alter. Ja, leck mir die Liste. So, jetzt hab ich euren Leader nochmal. Was? Oh. Boah, was soll denn der Shit? Kannst einfach mal lassen oder ohne, ich weiß nicht. Ich bin eh gleich tot jetzt, weil Treasure, weißt du? Okay. Nee, aber eigentlich will ich ja nur damit sagen, ich bin richtig gut und die anderen können halt nix. Sigi! Ich weiß, bin mir gerade nicht so sicher, ob ich jetzt 3 Lieder oder alle 4 reingebracht habe. Wäre mal cool zu wissen irgendwie. Was, das gleich schon 4 oder was? Bam, okay, also, du musst nicht mehr angeben, ist okay, du bist gut. Ja, das war echt mal eine richtig awesome Runde, ja. Ja gut, danke. Noch ein kurzer Schlusssatz und zwar, wie schon gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es okay findet, wenn alles wieder auf Master Epic kommt, also auch wirklich ein bisschen durchgehender, denn ich habe jetzt wirklich kompetente Leute dabei, nicht so wie jemand, der zufällig Dennis heißt, der sich eh nicht meldet und dann irgendwie keine, ich weiß nicht, richtig, also sorry, ey, ohne Witz. So, aber also wenn ihr Bock habt, dass wirklich wieder ein bisschen regelmäßigere Videos kommen auf Master LP, dann ballert mal in die Kommentare, ob ihr das okay findet. Denn dann wird mein Mix wahrscheinlich eh wieder flachgelegt und Master LP wieder eingelocht und dann, ihr wisst, wie ich das meine. Und wenn ihr irgendwelche Projektvorschläge habt noch zusätzlich, dann ballert das auch mal in die Kommentare. Und wenn wir DayZ Standalone machen, dann ist Akira wahrscheinlich auch wieder mit dabei. Da könnt ihr vielleicht auch drauf freuen, denn mit dem war ja auch immer DayZ extrem awesome. Und wie ihr ihn kennt, ja, der ist jetzt am DayZ Standalone Suchten schon seit Monaten, ja, also dann haben wir gleich mal noch einen nicht nur einen Profi, sondern auch totalen Suchti dabei. Deswegen, was? Ja. Wenn ihr also Bock drauf habt, dann ballert es in die Kommentare und dann sehen wir uns in irgendwelchen nächsten Videos wieder, die nächsten, vielleicht schon Tage, ich weiß es nicht. Und dann, tschüss, bis bald, bleibt dran, keine Ahnung. Und immer schön steif bleiben und richtig, für die Mädchen feucht bleiben. Tschüss und bis dann. Bleibt dran. Wie macht das Christoph Krachten immer? Kracht, er kracht. Egal, okay, ciao.